Welcome back to another German Food Review, and it's Burger Time from GB Jim Block. And look at this here, black fingernails and the large burger. What's on the other side? Red nails. Yummy. All right, so Jim Block, GB, das Hamburger Original. Location is, what is it? Zoologischer Garten. All right, it's a huge translation, and it's right next to that. All right, and that's the identifier. They're using street names or subway stations, I'm not sure. I was the Bülowstraße. All right, and what is it? It's a GB New York cheese menu, so combo. Fries, Coke Zero, and extra mayo. They charge you 40 cents for that, all right? Okay, €9.20 in total. Charlottenburger, Yeah, they make it fresh, and you can see it. I took a picture. That's how it looks from the inside. Here's the preparing area, and then they put it on here or to go, as you can see here, right? And everything looks fresh and so on. And that's how it looks from the outside. And as you can see, it was rainy, or it's still raining, right? Really sucky. Yeah, but it looks quite nice, and you can sit on top in the summer, I guess. All right, yeah, let's see what we got. I guess those are the fries. Nice cup. No, that's water, I think. 3-1. Here we go. All right. Fries with peel. Okay. And you get tools or whatever it's called. Eating iron in the States. Is that correct? The translator gave me that. That would be eating plastic or wood. Whatever. Here's a Coke Zero. A small cup, okay. I don't see a straw, but I see napkins, good. And here's the mayo for 40 cents. How much is it? 40 milliliter, okay, quite expensive. And just 32% of fat, okay. a tray, nice, and here's the burger. All right, yeah, nicely packaged, I like that. Let's see how good the burger looks like, and then I wanna see the tools. Jim Block. What the hell? Okay, 3-1. Here we go. Yeah. I expected a lighter bun somehow, but okay. Looks quite nice, and there should be double or two slices of cheese on it. All right, let's unwrap this, and then let's do a thumbnail. I saw something here. Can I rip it open? And then what is it? It's plastic. Nice. Look at that. High quality, yeah, I like that. Okay, but yeah, no straw, okay, anyway, let's do a thumbnail here. And then it's eating time. That will be the thumbnail, all right. Yeah, let's try a few fries. Where should I put the mayo? Maybe on here, no, let's put the mayo on the napkin, right? That's how you do it, that's at least how I do it. I want mayo. Maybe I should dip it in here. How thin is it? Or how thick? Let's see. Okay, it's thick enough. Good. Mayo on a napkin. Yep. Let's try it, right? They give you calories too. Here we go. Now again, there's nice oil flavor. Good. Yeah. Nice. Nice oil flavor and potato and sodium. Those are just standard fries, right? But good. Okay, mayo. Let's try the special Jim Block mayo. Here we go. It was okay. It's quite thin, I think. It's not as creamy as other mayos, but a nice flavor. Yeah, I guess there's a lot of salt in it. 1.9%, yeah, you can taste that. Tastes good. Okay, a few more fries. Yeah, you can eat in the restaurant, looks quite nice and so on. And then you get it on a plate and so on, right? Good combination. Those fries are really tasty for a standard fries, man. Yeah, it depends on the oil, I think. I mean, it's just potato, and sometimes it's really, oh, you can see it. Yeah, it's oil. Good. All right, let's go to the burger.
New York burger with 2 times cheese on it. And a pickle relish. Pickle relish. Mm-hmm. And 180 gram of beef. Yeah, bun. That looks like a whole grain bun. At least on the outside. Also on the inside. Alright. And 1 slice of tomato onions, I guess. 1 slice of cheese. And then this, yeah, pickle relish. Lettuce. And there should be another slice of cheese. Is there one? No. Or maybe those are 2 slices of cheese. It looks like 2 maybe. That's quite a lot of cheese here, right? Anyway, let's try it. It feels quite juicy. Oh, okay, I have to bite in this side here because this is quite moist. Right here. Napkins. Yeah, beef flavor, nice. And you can also buy a pure burger. That would be just a patty with fries, coleslaw and something else. Bread. bun is quite nice here. Look at this. Interesting. And tastes like beef. I guess it's all about the beef here. Oh, look at this beef. A thick patty. Here we go. Nice. I'm not sure about the relish stuff here. It falls off. The beef is tasty. Yeah, the pure version would be 750. This is your 920. And this beef is really tasty, man. Really. Look at this here. Here we go. I think there's seasoning in it. Maybe. Oh, it tastes really good. Yeah. That's a good burger, so if you visit Berlin and you want a burger near a train station, that one is for you. They have also pulled pork and so on, I think. Here we go. Nice. It's not really greasy or so, right? It's not really a heavy burger. It's just a tasty beef burger. Okay, let's try this bun here. Here we go. Good. There's a fly. Go away. Damn. Flies. Whatever. Let's eat a few more. Please look. Tasty fries. Those are really good standard fries. Really good standard fries. Here we go. And they are a few minutes old, right? Oh, yeah. Very tasty. Very tasty. And the mayo is tasty too, but it's too thin. I would make it a little thicker. But yeah, I'm not a gourmet chef. Here we go. Very nice. A zip of Coke, no straw. Prost. Point 0.3 is it? You can see it. 0.3 or 300 milliliter. Yeah, overall a very tasty meal here. Is it too expensive? I don't think so. With some, it looks really nice. And it would be just 1 euro more than McDonald's, for example. Let's compare everything to McDonald's, right? And yeah, you get a little less liquid. Definitely tastier fries and a good burger, right? And that's a 180 gram patty, I think. Oh, nothing wrong here. One more bite. All right, here. Okay, the relish is a little messy. Yeah, it's not hot or so, it's not really spicy, just tasty, creamy beef with vegetables. Here we go. Good.
Yeah, we'll keep that stuff here. Who eats a burger with a knife or a fork? Nobody, right? Maybe some people. Whatever, you can use your hands. All right. I like very tasty mayo, very tasty fries, a tasty burger. Definitely some big thumbs up for Jim Block. Post. Two fries more. Two fries. Okay, here we go. Excellent. Just standard fries, and that taste here is good. And a nice box. All right, yeah, definitely thumbs up for Jim Block. calories, roughly 800, 500, zero. I don't know, a lot. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt etwas von Jim Block. Blockhaus Burger, so Jim Block, das Hamburger Original. Und das ist so ein Restaurant, also da kann man drin essen, sieht ganz schick aus und so weiter. Geht auch relativ schnell und die machen da alles, man sieht alles, wie die das machen und so weiter. Also ganz nice. Und das hier ist, ja, dadurch wird man identifiziert. Die vergeben Straßen oder, ich denke mal, es sind Straßen. Denn U-Bahnhöfe wären ja ein bisschen wenig, aber vielleicht benutzen sie alles. Ich war die Bülowstraße, aber es gibt noch mehr als Charlotten und keine Ahnung, alles mögliche. Und das ist ein GB New York Cheese Menü Burger wahrscheinlich. Pommes und eine Coke Zero. Und für Mayonnaise wollen sie extra 40 Euro haben. Okay, das kommt immer nicht so geil rüber. Dann sollten sie es irgendwie mit ins Menü quetschen. Aber okay, wenn ihr keine Mayonnaise haben wollt, bezahlt ihr 8,80 Euro für dieses Menü. Es gibt natürlich noch mehr. Hamburger wäre passend billiger. Ja, es ist am Bahnhof Zoo. Direkt am Bahnhof Zoo. Also das kann man nicht verfehlen. Und ich habe auch Foto gemacht. Da seht ihr auch, wie das aussieht. Und es regnet, wie ihr hier seht. Alles nass außen. Aber so sieht es aus. Jim Block. Im Sommer kann man auch oben sitzen. Und ja, es war sehr voll. Da sitzen sehr viele drin. Und so sieht es von innen aus. Hier wird alles raufgepackt. Da hinten wird alles zubereitet. Hier vorne liegen die frischen Salate. Und so weiter. Und der Kollege hat hier die Straßennamen rumgebrüllt. Bülowstraße. Und was auch immer. Ich glaube, es sind einfach nur Straßen. Ja, dazu gibt es noch, guckt euch das mal an, High-End-Plastikbesteck. Very nice. Ja, den werdet ihr wahrscheinlich öfter sehen. Guckt euch das hier an. Extra mit dickerem Griff. Ja, Milchglas quasi. Sehr gut. Kommt hier in so einer Packung. Braucht man natürlich nicht für so ein Menü, aber immer her damit. So, hier ist die Mayonnaise. GB Mayo. Home Taste. Oh, werden wir gleich mal kosten. 2% Salz, schön, aber nur 73% Fett. Ja, es gibt doch Mayo mit mehr, aber okay. Hamburg. Und Zucker 5%. Das ist hier drin, alles klar. Werden wir essen. So, als erstes mal die Fries. Genau, zuerst brauchen wir ein bisschen von der Mayonnaise. Und ja, man kann es richtig aufmachen. Wie solltet ihr das sonst essen? Also auf jeden Fall eine sehr leckere Mayonnaise. Das ist vielleicht nur ein bisschen zu dünn für meinen Geschmack. Könnte ein bisschen dicker sein, ein bisschen cremiger noch. Aber schmeckt lecker. Das sind die Fries, sehen aus wie Standard-Fries. Allerdings sind hier noch die Schalen dran, seht ihr hier. Ansonsten sehen die auch so ähnlich wie McDonald's-Fries. Aber wie werden wir kosten? Hier, wie go. Das schmeckt auf jeden Fall besser. Salzig, aber nicht zu salzig. Und dann muss es das wieder an dem Fett liegen. Manchmal schmecken Fries so richtig geil. Und ich glaube, es liegt an dem Fett. Schmeckt super. Ja. Ein richtig schöner Pommes-Geschmack. Jetzt werden wir dazu noch etwas Mayonnaise zu tun. Okay, danke. Auch die Mayonnaise ist schön würzig. Ein bisschen dick am. Aber okay. Schmeckt auf jeden Fall. Wir lassen könnte ich noch eine Portion essen. Die geben euch auch Kalorien, 500 ungefähr dafür, 800 hierfür, 0 dafür, keine Ahnung. Ach, das haben wir schon gesehen, können wir gleich nochmal gucken. Mal hier. Die Hälfte, nochmal 300. Okay, also auf jeden Fall, lohnt sich auf jeden Fall. Hier seht ihr, tropft ein bisschen. Here we go. Schmeckt aber sehr lecker. Schmeckt wie normal, Mayonnaise, da ist noch richtig Würzung mit drin. Okay, das ist der Burger. Ich glaube, da fehlt eine Scheibe Käse. Ich weiß jetzt nicht, oder? Da sind zwei Scheiben Käse drauf. Ich habe mit einer oben gerechnet und einer unten. Wie auch immer, das sieht aus wie ein Vollkornbrötchen. Sieht auf jeden Fall ganz interessant aus. Oh, hier sieht ihr es von innen. Und da ist ein Gurkenrelisch drauf. Okay, das nervt mich ein bisschen, denn das fällt alles runter. Okay, da sind da zwei Scheiben Tomate drauf. Aha, okay. Wo soll ich das jetzt hinlegen? Muss ich
schon mal hier raufziehen. Ein leckeres Beef Patty. Und ja, der Burger fällt auseinander. Was sind das hier? Zwiebeln oder Kraut? Kann ich gar nicht sagen. Ich glaube Kraut. Für Zwiebeln wäre es ein bisschen leicht. Ja, Salat noch. Und man kann auch einen puren Burger kaufen ohne Brötchen. Wäre ein bisschen günstiger. Warum man das machen sollte oder kann, werden wir gleich mal testen. Rötchen. Ja, das Beef hier schmeckt mir richtig lecker. Ja, ich hoffe, da ist noch so eine Gewürzmischung drin oder so. Here we go, es tropft hier. Ne? Oh Mann. Ja, ist kein überwürzter Burger. Ist mehr so wie der Whopper schmeckt. Nicht wie der Whopper, schmeckt natürlich anders, aber ist nicht so hart oder so. Also davon ist nicht so wie ein Döner, davon ist man nicht komplett raus danach. Schmeckt sehr lecker nach Beef, nach Brötchen und frisch. Ja, lecker Burger auf jeden Fall. Die Pommes sind auch gut. Und ich würde sagen, das ist ja ein gelungenes Menü, oder? Ja. Wart ihr schon mal da? Here we go. Hat es euch auch geschmeckt, muss ich sagen, schmeckt gut. Ja, sehr lecker. Stört euch, schade, mich stört es nicht. Kann man ruhig dran lassen. Schön gewürzt. Ordentlich frittiert. Und die Mayonnaise schmeckt wirklich lecker. Gibt es hier auch im Laden zu kaufen. GB Mayo. Schmeckt super. Oh, ein bisschen rausquetschen hier. Here we go. Komm, das ist her. Gewürze. Ja, lecker, lecker. Das ist gut. Gefällt mir. Und der Burger gefällt mir auch. Und Coke Zero ist halt Coke Zero. Oh, ihr könnt auch was anderes nehmen, wenn ihr wollt. Here we go. Ja, passt alles hervorragend zusammen. Gurken relisch nervt ein bisschen. Aber okay, man kann ja auch einen anderen Burger nehmen. Here we go. Schön verpackt. Oh. Was wichtig ist natürlich lecker, aber der Rest stimmt auch. Man bekommt jetzt eine Tüte hier. Rote Fingernägel, müsst ihr mal gucken. Ja. Und schwarze Fingernägel. Alles klar. Ja, auf jeden Fall ein leckerer Burger. Das bekommt locker einen Daumen nach oben. Wollte ich nochmal kaufen. Und die Fries hier, die bekommen auch locker einen Daumen nach oben. Die sind sehr lecker. Und ja, die Mayonnaise ist auch gut. Ich würde sie etwas dicker machen. Aber vom Geschmack her ist die 1A. Richtig schön würzig. Ups. Das war knapp. Lecker. Alright, Prost. Kein Strohhalm? Okay, kann man verzeihen. Dafür bekommt man High-End-Besteck. Wurde mal besser. Okay, ja. Locker einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.